Ja, Leute, willkommen zurück. Auf diesem Planeten hatten wir gerade eine heftige Schlacht. Ich bin mal gespannt, ob das nur Zufall war oder ob das so weiter so krass da abgeht. Oh, 3 von 13. Ja, komm. Machen wir. Und ja, okay, go. Ja, mein mittlerer 75-Tonner ist zwar richtig ganz gut, dass ich den habe, aber der ist schon anfällig, oft habe ich festgestellt. Dann muss ich vielleicht mal noch was machen. Oder vielleicht brauche ich dann mal da einen anderen oder so. Müssen wir mal gucken. Aber so ist er eigentlich ganz gut. Er hat ja. Alles klar. Ja. Ja, für Artillerie wäre er zu schwach. Nein, er wäre zu. Ja, denke ich schon. Das Ding hat 3 Köpfe. Also, es ist das härteste bisher. Bin ich echt gespannt, was mich da erwartet. Ja. Will man das Leben kommen? Okay, jetzt bin ich echt gespannt auf diesen Auftrag. Command Interface initiated. Ja, das ist alles statt. Oh, fuck. Dieser Planet ist ein reiner Stadtplanet. Ja, geil. Oh Gott, das wird was. Okay, ich bleibe hier und behalte die Situation. Oh, yeah. Unbekannte Lanze, spricht das Oberkommando, lokale Regierung. Wir verfolgen gefährliche Kriminelle. Verlassen Sie das Gebiet oder wir müssen das Feuer auf Sie eröffnen. Ja, das ist natürlich sehr intelligent. Die sind uns gerade in den Rücken gefallen. Werfen wir unsere Auftraggeber mal nicht gleich Absicht vor, Maya. Achtung, Lanze, lokale Regierung. Wir sind eine Söldnerlanze im Auftrag der SPK. Aus Vertragsgründen können wir uns nicht zurückziehen. Keine Antwort, Kommander. Ich glaube nicht, dass Sie bluffen. Wir werden wohl 2 Schlachten gleichzeitig schlagen müssen. Ach du Scheiße. Ja, puh. Jetzt mal gerade hier die Karte an. Hier werden die anderen sein, können wir von ausgehen. Das heißt, schauen, dass wir erstmal den Kram da hinten wegkriegen und zwar ganz schnell. Frage ist, wird ein normaler Lauf reichen? Heading out. Oh, keine Sicht, interessant. Ja, ich möchte mit dem jetzt da Harakiri vorrauschen. Okay, hier hin. On my way. Ist keine gute Idee. Ja. Okay, was haben wir? Ich bin sowas von im Arsch.
Wie soll ich denn die knacken? Oh, Alter, weg hier. Erstmal hier weg. Moving out. Ach du heilige Scheiße, die kann ich aus der Entfernung holen. Der schießt einmal auf mich und ich bin Futter. Ach du Scheiße. Oh nein, 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 es reicht schon, wenn ich diese zwei Brocken da vor mir habe. Yes, Commander. Aha, und die landen hier. Ja, geil. Ja, richtig geil. Standing by. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Location confirmed. Das wird denn noch gar nicht groß jucken, dass ich dem das eine reinhämmere. Erstmal, oder? Here it comes. Commander? Weg hier. Aber sowas von weg hier. Roger. Ich muss die einzeln kriegen, weil wenn die zusammenkommen, dann gute Nacht. Nicht vier. Oh, drei. Oh, ich bin sowas von im Arsch. Oh, es sind vier. Ein Blackjack, ja, gut, okay. Aber gucken, was da hinten ist. Waiting for orders. Aye, aye. Oh, fuck off. Was ist das denn? Nee, ich habe leider wieder ein Fahrzeug. Na, es hätte den Hafen auch nicht mehr dicker gemacht, also ist jetzt schon. Waiting on you, Commander. You betcha. Bleib bitte ja da hinten erst. 55 Tonner. Das wird schon hart genug, um 55 Tonner zu knacken. Standing by. Affirmative. Das ist nicht schlecht, absolut nicht.
Oh, ich hätte den Happen fast weg, aber natürlich kommt da jetzt noch einer angeflogen. Ein zweiter Blackjack. Ach du heilige Scheiße. Okay, den habe ich aus dem Spiel aus und leider genommen. Ich bete, dass diese schweren Typis da nicht kommen. Hat da einer einen Sensorlock gemacht? Ja, könnte sein. Moment mal, die greifen sich gegenseitig an. Oh, das ist ja nicht verkehrt. Das hilft ein bisschen. Nicht viel, aber etwas. Minor damage, Commander. Nothing to see here. Okay, die greifen sich also gegenseitig an, wie es aussieht. Den können wir mit der Artery ausschalten. Den könnten wir dann so locken. Wir könnten den aber auch. Good to go. ...60%. Der wäre weg. Good to go. Sensor Lock. ...55%. Ja, der wäre weg. Ist aber jetzt die Frage, wie mache ich's? Wird die zwei da gerne weg und einen Schlag. Die Preisfrage ist wie. Der Sensorlock wäre gut. Jetzt lass mich mal gucken, wann hast du denn zu? 3, 2, du bist als nächstes dran, ja. 55 Tonnen, die werden jetzt noch nicht direkt sein, weil die sind vor dem. Der hat den nächsten Zug. Look, mit ihm dann da. Ja, dann machen wir es anders. Good to go. Okay. Coordinates received. Dann machen wir das so. Bang, you're dead. So. 55 Tonnen, ja, Wolverine. Centurio, okay. Kann er machen. Receiving you. Wenn wir ihn angreifen, könnten wir ihn aber noch ordentlich Schaden machen. Wie ist denn das? Ready for orders. On the move. Nicht die beste Idee, aber meine, die Masse allein. Inflicted some heavy damage. Ja, es war klar, dass sich jetzt bewegt. Das habe ich so befürchtet. Boah, der ist gefährlich, der Junge. Der ist gefährlich. Whoa! Easy on the armor, buddy. Der Junge ist gefährlich.
orders? Firing all weapons. Reporting, critical hit. Also noch Laser und 2 AK, okay, das ist in Ordnung. Copy that. Oh nein. They've got a sensor lock on me. Das Haus da weggehämmert. Das steht gar nicht. Jo, das ist weg. Das Haus ist weg. Oh, 90 Tonnen. Alter Falter. Das ist ein Highlander. Das ist ein scheiß Highlander. Boah, der macht mir gleich. Der doppelte Angriff, ey. Das. Die Frage ist, auf wen gehen die jetzt? Auf mich oder auf ihn? Natürlich gehen sie auf mich, die Saftsäcke. Boah, aber der wird richtig schnell warm, ne? Ja, ja, der. Sind zwei üble Zeitgenossen. All weapons are go. That hit something good. I copy. Aber der kommt, aber greift aber nur mich an dieser Sache. Das ist das, was mich aufregt jetzt. Ich da hinten sind zwei, die kämpfen sich doch gegenseitig mit Sicherheit. Ja, natürlich. Aber nee, geht nur nicht. Du hast. Ja, wir könnten. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Good to go. On my way. Komm mal her. Oh, come on! What's up, boss? Scheiß Kerl. Firing full complement on him. Scored a critical hit. Die Initiative ist weg. Ja, ich gehe mal mit dir ein bisschen nach hinten. Am besten würde ich sogar sagen. Hier hin. So hinter das Haus. Gibt zwar nicht auch viel Schutz, aber etwas.
Ist der jetzt tot oder nicht? Ja, ja. Nee. Boah, klar, hat's überlebt. Alles klar. Okay, er hat ihn gekillt. Blackjack. Waiting for orders. Um. Ja, die Frage ist, du bist gleich bestimmt wieder dran, deswegen wird die Überlegung, dem einfach eine reinzubraten. Ja. Mach ich das. Wenn es nur ein bisschen Schaden ist, es hilft. Außerdem wird der gerade warm. Und was geht da? Oh, er ist vorbeigeschossen, sehr gut. Okay, das heißt, Bewegung ist jetzt finito, Kollege, ne? Receiving you. Hier bist du eigentlich relativ safe. So, nochmal. 80%. Der ist da hinten, das kann ja noch nicht sehen. Nee, nee, nee. 85%, ja, 85% hört sich doch gut an. Vielleicht würden die den ja auch erledigen. Oh oh, der hat Stößen. Ah, das ist der 80-Tonner, okay. Ist mir eigentlich sowas Nuppe, der soll einfach nur sterben. Jetzt. Er ist erledigt. Jetzt ist noch. Der macht den jetzt kalt, oder? What? Geht doch nicht? Boah, das ist ja mega mies. Ach, das ist ja jetzt mies gewesen. Ja, das ist mies. Das ist einfach eine miese Nummer. Das ist jetzt nochmal eine richtig miese, miese Nummer. Okay, wir holen uns. Ja, wir müssen uns erstmal den da holen. Der muss erst weg. Nee, habe ich keine Schusslinie. Hier habe ich drei Bewegungen, das geht.
Er lebt immer noch. Scored a critical hit. Das ist ärgerlich. Waiting for orders. Das ist jetzt ärgerlich. Und nicht gedacht. Ja, der muss jetzt weg. All weapons are go. That's a kill. Okay, jetzt wird's richtig interessant. Jetzt müssen wir uns um die kümmern, aber kann ich jetzt noch nicht, weil ich jetzt keine Sicht auf die habe. Oh. Yes, Commander. Okay, komm du dann erstmal bitte, ja, hier so hin. Roger that. Jetzt muss ich zwei schwere über Gegner killen. Das wird echt übel. Ja, natürlich kommt er jetzt. Jetzt musst du natürlich kommen, ne? Ja, ich hol jetzt erstmal mit denen hier ab. Ich würde jetzt einfach vor mir her treiben. Aus der Ferne erstmal beschießen, gucken, dass ich sie da ein bisschen treffen kann. Oh, er dürfte nicht. Ja, natürlich sieht er was. Oh. Scheiße. Let's get this done, folks. Ja, ich muss jetzt vor mir hertreiben erst. Good to go. Also Sensor Lock. I've got a sensor lock. Und dann. Ah, das war eigentlich jetzt eine scheiß Idee. Engaging jump jet. In der nächsten Runde müssen wir den laufen lassen ein bisschen. Ah ne, es geht auch so. Oh, jetzt kühlt sich auch so ab. Okay, interessant. Good to go. Sprint, 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 Lady Sprint. Okay, dann sprint halt so runter. Oder eine Stabilität. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diesen Orders. Highlander da geknappt kriegen. Oder ja. Das ist Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn. Copy that. Wir müssen uns jetzt bewegen. Und wenn ich dann halt keine Artillerie habe, dann müssen wir was anderes einfallen lassen. Aber erstmal kann ich das mit Artilleriefeuer machen. Aber warum kann sich ein 80 Tonne direkt jetzt schon. Ja. Junge, du bist auf der Straße. Warum bist du so scheiße da beim Sprinten? Hell yeah. What's up, boss? So, die Frage ist, wenn ich Sprungdüse einsetze, wo kann ich hin? Hm. Könnte hier oben hin. Dann machen wir das mal.
Auf dich kommt jetzt echt auch an. Hä? Du solltest doch da... Oh, du bist doch echt scheiße in der Birne. Islander. Commander. Ey, der überlebt das auch, ne? Das ist ja die große Scheiße noch dazu. Nee, da kann ich nicht hin. On my way. Oh, die Stadt ist so scheiße aufgebaut. Du kannst da nicht an der Seite lang. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Waiting for orders. Ey, wir machen eine Stadt, aber hey, du darfst nicht an der Seite lang. Ich muss gucken, dass ich die irgendwie im Rückraum habe. Wieso? Aber das Problem ist, die sind halt zusammen. Die scheiß Feigen. Der eine haut halt nicht ab. Got a lock on me. Ein Sensorlock gemacht. Full throttle. Problem ist halt, wenn ich feuere, kann ich halt nicht abhauen. Was halt auch scheiße ist. Gut ist, ich kann mir den Sensorlock jetzt sparen. Aber auch irgendwie nicht. Ne, ich muss das machen. So, gehst du jetzt da oben auf das Dach oder wie läuft die Sache jetzt ab? Ah, Moment, du könntest auch da hinten dran. Up high. Receiving you. Der ist da hochgesprungen und ist nicht warm geworden. Ey, komm, 65%. Willst du mich verarschen? Du hast freie Sicht darauf. Commander? Also hier kriege ich 3, aber hier kriege ich keine 2. Ja, logisch, ne? Coordinates received. So, jetzt kannst du echt mal zeigen, was du wirklich kannst. Jetzt kannst du echt mal beweisen, ob du so toll bist. Nö, bist du nicht. Waiting for orders. 85% jetzt, naja. On it.
Ja, wenn der da hinfliegt, kriege ich Probleme. Müsste eigentlich hier mal raus. Das ist leichter gesagt als getan, weil da kommt nämlich jetzt auch noch der. Das ist richtig mies. Ja, sicher, es darf der auch noch. Ja, das ist so unfair, weißt du, die kommen zu zweit. Ich hab so eine, ich hab eine leichte Lanze, was soll denn das? Wo ist denn da die Fairness? Das ist doch ein Witz. Kriegen nicht geknackt. Dann kommt noch dieser Feigling jetzt wirklich, also ich kann es nur als Feigling bezeichnen, den Kerl. Echt, der feige Drecksratte, ey. Receiving you. Position confirmed. Ja, das kann ich machen, weil mein Shadow kriegt nichts auf die Reihe. Der ist so scheiße dämlich. Eine AK-20 und kann nichts. Unfassbar. Let's see how you like this. Aber er macht selbst mein Aufklärer mehr Schaden. Schon Armutszeugnis. Good to go. Ich kann die hier nicht abziehen. Roger. Ich schick's dir mal hier, sie hat 3 Bewegungen, da kann er eigentlich nicht viel anrichten. Also sollte er nicht, aber. Waiting for orders. Wir haben ja schon einige Dinger hier erlebt. Ne, ich gehe jetzt erstmal nach. Ne, wenn ich da stehen bleibe, ist der tot. Das ist sowas von Fakt. Der ist tot. So, jetzt müsste ich den zukommen, weil ich habe einen 75 Tonner. Daher, das sind 80er und 100er. Ja, das ist ein Witz. Weil ich habe niedrigeren Tonner. Was hat denn der noch? Er hat noch eine AK-10, das kann natürlich böse wehtun. Bewegung 3. Ja, ich muss das riskieren. Geht nicht. Ich muss das riskieren. Schon. Vernichtet nicht, aber der ist jetzt schwer. Dass er halt noch die scheiß Sprungdüsen hat, ist halt ärgerlich. Aber so langsam zahlt sich
Man muss es ganz klar sagen, jetzt zahlt sich diese ganze Rüstungskram da aus, den, wo ich da gemacht habe. Natürlich stehst du jetzt vor der Artillerie, ja, das ist natürlich das nächste Highlight, ey, wo ich hier habe. Ready for orders. Du bist heiß gelaufen. Deine Temperatur ist voll in Ordnung. Das ist hier echt schwer zu sehen, ob der jetzt da oben drauf geht oder nicht. Gehst du hier da oben drauf oder nicht? Ja. Roger that. Was hat denn der noch? Der hat noch eine KS6. Der ist eigentlich momentan nicht mehr so das große Problem, ne? Den jetzt mal auseinandernehmen. Acknowledge. Ja, wird warm. Commander? Oh, Glitch, ja. Hm. Standing by. Okay, da kann ich hin. Das ist gut zu wissen. 80%, ja. Critical hit, Commander. I copy. Good to go. Ja, die macht mir Sorgen wegen ihrer Panzerung. Massiv Sorgen. AK-20. AK-20. Wie viel Prozent wären das denn? 70, nee. Nee, eindeutig nee. Das ist mir zu wenig. So, jetzt kommt es drauf an, was die noch haben. Ja, der hat noch seine Sprungdüsen da und hat noch eine KS6. So, du hast du noch die AK? Das ist jetzt diese Frage, die wusste ich nicht. Moment mal, du hast gar nichts mehr? Du hast nichts mehr. Das ist gut. Das heißt, dann gehen wir jetzt mit voller Wucht diesen Highlander. Ach so. Ich würde aber sagen, wir machen vorher noch eine Bewegung.
war den Sprung hier hin. Das ist schon mies, die Zweiter, ne? Das ist schon richtig mies, die Zweiter. Confirmed. Der Highlander ist der, wo noch bewaffnet ist. Ready for orders. Oh, bist aber richtig nah bei mir, sehe ich gerade. Got it. Jetzt muss es. That hit something good. Alter, 10 so knacken, das ist ja assi. Das ist ja nur mies. Der hat keine Bewaffnung mehr, der auch nicht mehr. Waiting for orders. Right, Commander. Kriege ich den Highlander am Boden geknackt? Affirmative. Hä? That would be a miss. Habe ich auf den falschen geschossen? Nee, ich werde ihn getroffen. Na, der macht jetzt Nahkampf, das ist das, was ich befürchtet habe. I'm taking internal damage. Gut, dann. Kommen wir jetzt hier hin. Das ist eher. Hier geht uns 80 Tonnen, naja. Ja. Elite-Stürmer ist das. Schau mal an. Aber wir werden jetzt den Highlander da ausschalten. Das müsste jetzt klappen. Oh, mein, das war's. Enemy mech destroyed. Orders. Kein langes Drumherum gedackele mehr. Auf jetzt. 70%, ja. Moving to position. Der ist ja aber auch zäh, ne? Good to go. Moving to position. Boah, das ist aber richtig ein zäher Vanguard. Good to go. Mir ist nicht, dass der jetzt nicht fällt. Müsste er aber. Firing. Full complement on enemy. Er will nicht fallen. Target's taken a critical hit. Er will einfach nicht fallen. Jetzt. Enemy mech destroyed. Boah. Okay, Commander, ich habe mit dem Repräsentanten der Restauration gesprochen und scheinbar handelt sich hier schlicht um Pech. Der Feind hat wohl erst vor wenigen Tagen eine Einheit lokaler Regierung zerstört. Es war Zufall, dass wir beide zur gleichen Zeit im Missionsgebiet eingetroffen sind. Wir sollten uns im Orbit sammeln.
Mission successful. Ja, die einen, okay, die waren nervig, aber die habe ich unter Kontrolle gekriegt. Aber die zwei Leute, die sind ja mies, und dann kommen die noch zu zweit. Ey, ich hab echt gedacht, die Homies jetzt. Die hauen mir jetzt meine Maxte auseinander. Das wäre ein Riesenproblem geworden. Für 400.000 ist das echt schon ein Witz, ey. Aber ich krieg jetzt Teile. Wie sieht's denn aus? Ja, das war zu erwarten. Hier auch, ja. Ja, die haben böse eingesteckt. Aber es geht eigentlich noch, also. So, halt dann 90 Tonnen. Was für Scheiße. Guck mal ihn hier. Yo, das ist ein Artilleriemesh schon fast. Artilleriemesh machen kannst du aber auch so. Der Victor. 80 Tonnen. Genial. Mal kurz die Waffen. Waffen eigentlich gar nichts. Krass. Funkdüsen in rauen Mengen. Yo. Okay, was holen wir noch? Der Griffin N. Moment mal. Ja, den Griffin N. Genau. Und dann. Yep. Aber sowas von. Okay, was Teile angeht, war das ein gutes Geschäft. Und da habe ich noch einen. Ich habe, glaube ich, fast alles da gekriegt. Okay, aber der Highlander. Ich wusste, dass es so einen gibt, aber dass ich jetzt schon auf den treffe. Und dann noch auf einen zweiten 80 Tonnen. Und dann kommen noch vier andere. Das zu überleben ist ja totaler Irrsinn eigentlich. Aber das zeigt, dass meine Lanze doch richtig stark gut zusammengestellt ist. Also, dass die das richtig gut machen. Uff. Okay, Mesh-Quartier, mal gucken, ob wir jetzt einen. Ready for orders. 11.000 hat sie. Jetzt gucken wir mal, was könnte man machen bei ihr. Indirektes Feuerabzug hier. Dann haben wir Gesundheit 3. Nahkampfbasisschaden und hier. Basisgenauigkeit. Ich hole die Basisgenauigkeit. Training confirmed, Commander. Ja, 10.000. Ich würde sagen, bei ihm gehe ich auch auf die Basisgenauigkeit. Training complete. Orders? 9.500. Nahkampfbasisschaden, ja. Also er macht das richtig gut Nahkampf. Was? 6.800. Bei ihr würde ich mit der Überhitzung gehen, ja. Oder? Ja, können wir machen. So, dann unseren Mechs. Okay, das geht noch. Boah, trotzdem war schon 6.000 kostet das. Ich weiß nicht, ob ich in dem Gebiet eigentlich schon sein sollte. Mit den Mechs, ich hab da so meine Zweifel langsam. 16.000. On it. I'll let you know when that's done. Ja. Auf jeden Fall ja. Machen wir erstmal die Tage vor. 3 Tage. Ja, ich muss mal gucken, dass ich mit dem Mesh. Das müsste ich doch schon haben, ne? Gibt's da noch irgendwas? Was hätten wir denn hier? Mesh-Hunger, was kostet das denn? 900.000. Boah, das ist jetzt mir gerade ein bisschen zu heftig. 900.000. Ja, ich warte mal noch, weil ich sehe, das ist jetzt alles. Wow, ich bin hier auf einem üblen Planeten gelandet einfach. Und schon wieder ein Dreier. Und 3,5? Boah. Die Frage ist, wie lange kann ich das durchhalten? Kampf,
Eskorte und oh, nee. Einen Konvoi von Einheiten zu flüssen, die einen bestimmten Bereich verlassen. Eskorte durch eine Stadt hier an Moin. Ne, das ist Tiefland, oder? Okay, das hier ist Dschungel. Das hier ist. Metropolen, okay. Wolkenkratzer, ja, okay, da steht's urban. Nennen die das? Auf Wüste? Hm. Und wo geht's hier hin? Wir reisen nach Ayans. Wo liegt denn das? Müsste auch hier irgendwo liegen, ne? Nee, das ist nicht. Was rein, Jans? Nee. Ah, das ist Ryans. Okay. Das hier sind schon üble Sektoren. Aber hier kann man richtig auf was abgreifen, ne? Gehen wir kurz im Lager. Wäre Mesh, wie schaut's aus? Der Griffin, sind wir schon bei 4? Nee. Der Cutter, was? Irgend sowas. Das ist ein reiner Nahkämpfer. Laser und so, ja. Er hier, ja, so ein Durchschnitt. 70 Tonner, der Arsche. Ja, das ist so einer wie. Wie mein Orion. Ja, so. In der Richtung kommt das hin. Der auch AK. Ne, der hat gar keine AK. Das hier ist ein Artilleriemesh. Ich kann fast behaupten, ja. Das ist auch. Kann man aber auch sowas anderen setzen, aber. Höre so ein Artillerie-Mesh. Einer Nahkämpfer. Und hier zwei Überschwere. Ein Highlander, 90 Tonnen. Und ein Victor. Der hat 80 Tonnen. Geht als Überschwer 80 bis 100 Tonnen. Warte mal, der Victor hat. Das ist. Boah. Ist auch so ein Art. Kannst du auch als Artillerie setzen. Aber nee, ich habe doch einen gesehen, der hatte. Der hatte 4 von den Dingern sogar, ne? Und das warst du nicht. Doch. Du hast 4. Ah, da war noch ein anderer, aber der Highlander hat 4 Stück. Der hat eine AK. AK und dann mit KSK ausstatten. Das Ding wird so übel dann. Gilt als überschwer. Ah, hier, schwer. Irgendjemand hatte da. Du hattest 3, ja, das war schon. Irgendjemand hatte da 4. Du hast 5, aber du kannst es nicht halten, glaube ich. Aber das war, glaube ich, ein 70 Tonner. Weil alles darunter, das bringt mir gar nichts eigentlich. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Vielleicht waren es auch nur ein 3er, vielleicht habe ich mich da auch verguckt. Aber hier, das 75 Tonner, der wäre richtig gut, ja. Der hier auch. Obwohl 60 Tonnen. Der hier und er. So ein reiner Nahkämpfer, ja. Aber hier schon mal 2 Stück drin. Ja, aber bis wir so einen haben. Das dauert. Das dauert. Aber ich würde sagen, ich bleibe jetzt erstmal auf dem Planeten und gucke, was da so machbar ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und machen dann den nächsten Auftrag. Denn hier
können wir schwere Mechteile bekommen. Und das will ich mir absolut nicht entgehen lassen. Und ich meine, wenn das möglich ist, die dazu einzeln abzugreifen, dann ist, kann man das machen. Ich meine, so ein Highlander alleine, wenn ich den alleine kriege, dann knacke ich den auch. Ja? Bisschen von der Ferne weghämmern und dann zack drauf. Klar, weil wenn da so zwei, drei von denen kommen, dann wird das kotzübel. Okay, dann sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.